Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Fridays for Future kennen die meisten von uns. Von Teachers for Future haben wahrscheinlich noch nicht so viele gehört. Als Teil des For Futures Bündnisses setzen sie sich für eine transformative Bildung für nachhaltige Entwicklung ein. Ihr Ziel ist es, Lernende und Lehrende zu befähigen, sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen. Herzlich willkommen, liebe Lena Wagner von den Teachers for Future. Was ist denn eigentlich die besondere Herausforderung daran, Lehrerin in Zeiten der Klimakrise zu sein? Ja, hallo Birte, schön, dass wir hier sein dürfen. Für uns ist es gerade sehr herausfordernd, in einem System zu arbeiten, das als solches noch aus dem 19. Jahrhundert stammt, wo sehr enge Vorgaben bestehen, was Bildungspläne angeht, was Prüfungsformate angeht, die wir bedienen müssen und wo aber eben diese ganzen Krisen, die wir in der Welt sehen, eben mit der immer weiter eskalierenden Klimakatastrophe, aber eben jetzt auch Nahostkonflikt oder der Ukraine-Krieg, die gar nicht mitgedacht werden. Da gibt es keinen Freiraum, um mal zu gucken, hey, was passiert denn da gerade mit uns und was brauchen wir, um da gerade gut drauf reagieren zu können. Diesen Freiraum müssen wir, wenn irgendwo, den anderen Aufgaben abringen, kommen dann immer auch selbst in Stress, weil wir dann gucken müssen, wie kriege ich die nächste Klassenarbeit dann doch noch geschrieben. Und da dann zwischen diesem alten System und den eigentlich aktuellen Herausforderungen irgendein Ausgleich zu schaffen, das ist ein ziemlicher Spagat, der ja fast auch unmöglich ist. Deswegen, wir als Teachers sagen, da muss sich Bildung verändern, da brauchen wir Freiräume, um diesen Krisen irgendwie auch gerecht zu werden. Darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Was sind eure genauen Forderungen? Also was sind die Änderungen, die ihr euch wünscht? Wir wünschen uns ein System, das eben offen ist für das, was geschieht in der Welt, in dem solche Freiräume bestehen. Solche Freiräume ist eine unserer wichtigsten Forderungen. Das heißt, wir brauchen da auch Signale von der Bildungspolitik, dass wir die sagen, ja, das ist gewünscht und das wollen wir. Weil prinzipiell gibt es ja diese ganzen Ziele bereits. Die haben auch nicht wir uns ausgedacht, sondern die sind im Rahmen der UNESCO Agenda 2030 festgelegt als Ziel Bildung für nachhaltige Entwicklung, das alle Mitgliedstaaten eben auch ratifiziert haben. Wo es heißt, Schule muss sich verändern, Bildung muss sich verändern, sie muss vor allem handlungsorientiert werden. Also es reicht auch nicht dann über die Probleme zu sprechen, sondern es geht auch darum, Lösungen zu finden, Lösungen auch auszuprobieren. Und Partizipation ist ein ganz großer Punkt, der da wichtig ist, das eben auch nicht über die Köpfe der Jugendlichen hinwegzumachen, sondern mit ihnen zu gucken, was ist eigentlich wichtig, was brauchen wir, und da dann auch Dinge auszuprobieren, Projekte zu machen, zu starten. Und das ist natürlich was so herkömmliche Strukturen vom 45-Minuten-Unterricht und alle 4 Wochen gibt es eine Klassenarbeit, da sprengt das immens. So, und da brauchen wir auch die Ehrlichkeit, gerade auch von der Bildungspolitik, dann zu sagen, also wenn ihr das wollt, dann müssen wir aber auch an die Strukturen rangehen. Und dann können wir nicht dreigliedrige Schulsystem und am Ende Abitur gleichzeitig mit offeneren Formaten, wo wir selber auch nicht so richtig wissen, was dabei herauskommt, das verbinden. Also geht eigentlich im Endeffekt die Bildung für nachhaltige Entwicklung im Grunde nur einher mit auch einer moderneren Schulentwicklung, richtig? Ja, auf jeden Fall ist es ein Teil davon. Prinzipiell richtet sie Bildung auch eben neu aus. Also die Ausrichtung an den 17 Zielen der UN und 17 Nachhaltigkeitsziele, die ja eben nicht nur Klimaschutz umfassen. Also manchmal hat man ja vielleicht so ein bisschen dieses Bild, die Teachers for Future, die wollen in ihrem Unterricht über Klima reden. Die sagen, nein, im Unterricht sowieso nicht, sondern am liebsten irgendwo draußen in der Welt. Und vor allem wollen wir auch nicht nur über Klima reden, sondern über Nachhaltigkeit im großen Sinne als gesamtgesellschaftliche Transformation im sozialen, im ökologischen, im ökonomischen. Also da gibt es jetzt Ziele von keine Armut, über Geschlechtergerechtigkeit bis hin zu Frieden. Also es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Vision, die da auch hinter steht. Und die muss in den Schulen verankert werden. Deswegen auch die UN
einen großen Fokus mittlerweile auf den E liegt, weil die Sachbildung ist der Schlüssel, um eigentlich diese Transformation auch erreichen zu können. Ja, das leuchtet ja ein, dass das natürlich auch von unten sozusagen von den Kindern an irgendwie sich entwickeln muss. Wünscht ihr euch denn dann vielleicht mal so als ersten Schritt, könnte man sagen, so eine Art neues Schulfach, was das beinhaltet thematisch? Oh, also eigentlich sagen wir bitte keine neuen Schulfächer. Das ist irgendwie immer schnell der erste Schritt. Prinzipiell sagen wir, wir brauchen dann nicht mehr, sondern wir brauchen weniger. Ah, Also wir okay. brauchen weniger Prüfungen, wir brauchen weniger Vorgaben. Was wir brauchen, sind Freiräume. Also ich weiß, du hast ja letzte Woche schon mit Margit Rasfeld von Schülerinnen auch gesprochen. Die haben ja eben dieses Konzept des Fridays, den wir auch ganz wunderbar finden. Und auch da gehen an die Bildungsministerin heran. Tragen die Kultusministerien, dass sie sagen, das ist für uns ein gutes Brückenformat, um mal so erste Räume zu öffnen. Also da geht es ja darum, 4 Schulstunden wirklich für selbstbestimmte Projekte im Bereich dieser nachhaltigen Ziele zu geben. Und da passieren halt wieder auch ganz, ganz spannende Dinge, sondern wirklich von ganz klein, wir basteln ein Bienenhaus, bei den Kleinen bis hin zu machen die Fairtrade-SchülerInnen-Firma und einem Austausch mit einem Projekt in Uganda oder was auch immer. So, und das sind natürlich Dinge, die kann man in einem Fachunterricht gar nicht leisten. Und vor allem sind wir in einem Fachunterricht oft in diesem Setting, Lehrkraft gibt was vor und das machen dann die Kinder und am Ende wird die Arbeit drüber geschrieben. Und das ist ein Setting, das diese ganzen Ziele eigentlich untergräbt. Also habe ich meinem Elka, die kam gerade aus der Englischklausur wieder, die haben dann die Englischklausur nachbesprochen und da hat eine Schülerin gesagt, O-Ton, Hauptsache du schreibst über die armen Näherinnen in Bangladesch, dann kriegst du die Punkte. Das heißt, hier wurde, also in diesem Fall im Englischunterricht, eigentlich wichtige Nachhaltigkeitsthemen besprochen, aber dadurch, dass es dann wieder in Prüfungsstoff umgeformt wird, wird es eigentlich in das Gegenteil verdreht. Also dann wird es ja zynisch, dann wird es zu einem Prüfungsstoff, aber da ist keine tatsächliche Auseinandersetzung und auch keine soziale Verantwortung, die sich daraus ergibt. Ja, das ist natürlich echt schade dann. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, überhaupt Teachers for Future zu gründen? Also der Auslöser war ja schon wahrscheinlich, waren die Fridays. Also mussten die Schüler euch erst auf den Trichter bringen, oder was? Ja, das ist natürlich ziemlich peinlich eigentlich. Aber tatsächlich war das der Ursprung der Teachers, Ja. eben den SchülerInnen da zu unterstützen, dass da viele gesagt haben, hey, das ist doch genau der politische Lernort, den wir wollen. Das heißt also, anfangs war das eben die Unterstützung der SchülerInnen bei ihren Klimastreiks, dann eben auch zu sagen, nee, das muss jetzt nicht groß oder sollte nicht übermäßig sanktioniert werden, sondern das ist auch ein Teil von sehr aktivem Lernen, was da passiert. Und dann sind wir aber, wie die Fridays ja eigentlich auch, wurde das Ganze dann deutlich größer, die dann vielleicht auch gesehen haben, nee, ist das jetzt nicht mit dem einen Gesetz zum Kohleausstieg getan, sondern das Problem ist eigentlich größer, das ist systematischer. Und ebenso haben wir auch gesehen, es geht nicht nur darum, da jetzt zum Klimastreik zu gehen, sondern eigentlich muss sich auch Schule selbst verändern, um die Teil dieser Nachhaltigkeitsbewegung werden zu können und eben Klimaschutz auch zu leben. Ja. Beziehungsweise, ne, Klimaschutz nicht nur als solches, sondern wirklich diese große sozial-ökologische Transformation daran auch teilhaben zu können und sie nicht zu behindern, wie es ja gerade in der Schule eher passiert. Und was für Methoden nutzt ihr da jetzt? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie versucht ihr da den Stein ins Rollen zu bringen, dass sich da Dinge verändern? Also geht ihr zu den Politikerinnen hin oder was macht ihr genau, um das jetzt anzuregen, dass sich da was ändert? Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Teil gerade, Bildungslobbyismus zu betreiben. Wir haben letzten Mai vor 4 Kultusministerien in Deutschland protestiert, haben Super. daraufhin auch Gespräche mit den Kultusministerinnen geführt. Also da sind wir im Gespräch. Jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel wird gerade der Friday juristisch geprüft, ob das schulrechtlich in Ordnung ist. Das war auch so ein bisschen auf unsere Initiative hin. Da sind wir natürlich sehr stolz. Da hoffen wir, dass das jetzt eben in der Breite eingeführt wird. Wir waren Mitinitiator eines großen Bildungsprotesttags jetzt im September. Noch da wird natürlich ein weiterer Prozess auch jetzt folgen. Wir sind da also mit ganz vielen Initiativen aus dem Bildungsbereich auch vernetzt.
So, und das ist quasi so die große politische Ebene. Ansonsten sind wir natürlich auch im Kleinen aktiv, sei es im eigenen Unterricht oder in der Schule. Da bieten die Teachers auch eine tolle Community, um sich da auszutauschen, auch gegenseitig zu empowern, auch die Rückschläge in diesem doch sehr knöchernen System auch gut aushalten zu können. Und versuchen jetzt auch gerade verstärkt auch in so ein Peer-to-Peer-Weiterbildungsformat zu gehen. Haben jetzt Cool. eine große Tagung auch im September ausgerichtet, eben zu dieser Frage, was heißt es, LehrerInnen sein in der Klimakrise? Und da auch eben Kolleginnen weiterbilden, weil da ist es aber auch ganz oft noch ein großes Hindernis, so dieses neue partizipative, handlungsorientierte Lernen auch ins Kollegium zu tragen. Und dann viele sagen, naja, gut, ich mache hier meinen Unterricht und das mache ich schon seit 30 Jahren so. Warum sollte ich das jetzt verändern? Da muss, glaube ich, noch viel, viel Aufklärungsarbeit auch geleistet werden. Kann man eigentlich, fällt mir jetzt gerade ein, ich meine, Lehrer stehen ja eh unter einer starken Belastung in ihrem Beruf. Und man hört auch immer wieder, dass manche Lehrer da leider auch dran kaputt gehen. Kann man sagen, dass dieses Thema jetzt auch nochmal eine zusätzliche Belastung für euch darstellt, weil ihr auch damit jetzt noch praktisch operieren müsst? Das ist eben das große Problem, dass es oft so wahrgenommen wird. Ne? Das ist dann, wenn man im Kollegium da Menschen drauf anspricht, dann heißt es gleich, ach komm, nämlich jetzt noch mit damit. Das kann ich jetzt auch nicht noch stemmen. Deswegen ist ja auch ein Punkt von uns Teachers zu sagen, es darf nicht on top gehen. Also wir können nicht alles, was wir eh schon machen, plus dann noch die tollen Nachhaltigkeitsprojekte, sondern wir brauchen den Raum in dem regulären Stundenplan. Das muss aufgebrochen werden. Und dann kann zum Beispiel das irgendwie von Menschen den Friday einführen, und dann mal wieder kann es auch eine große Entlastung sein, also da auch mal Kontrolle abzugeben, dann auch mal sich mal darauf einzulassen, dass da Lernprozesse entstehen, die ich nicht von vornherein schon durchgeplant habe, und kann dann auch vielleicht zu einem Umdenken bei Lehrkräften führen. Aber diese Erfahrung braucht es natürlich. Wer macht denn so bei euch als Teachers for Future mit? Sind denn das dann hauptsächlich jüngere Kollegen? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es auch welche unter den Älteren, die das verstehen und einsehen, dass man sich dafür einsetzen muss? Tatsächlich sind wir sehr bunt gemischt durch die Schön. Generation. Also ich Cool. bin jetzt eher von der jüngeren Sparte, ich bin noch nicht ganz so lange dabei. Aber wir haben auch Menschen über 60 bei uns. Und das ist wirklich schön. Wir haben Kolleginnen aus allen Altern, aus allen Schularten, so. Aber das sind so die Einzelnen, die sich dann auf den Weg gemacht haben. Und da ist gerade bei uns eine Community finden, die uns auch gegenseitig unglaublich gut tut. Also ich muss sagen, bei der Fridays for Future, bei den großen Fridays for Future Demos, habe ich selbst noch studiert und bin dann ganz stark mit dieser Frage, ja, für welche Zukunft unterrichte ich eigentlich in die Schulen gegangen und war da sehr schockiert zu sehen, dass da überhaupt keine Antwort gesucht wird innerhalb der Schulen, aber auch nicht in der Lehrerausbildung. Und für mich war es wirklich auch so eine kleine Rettung, dann bei den Teachers for Futures zu landen und zu sehen, okay, da gibt es aber Leute, die machen sich auf den Weg und die teilen auch meine Idee von Schule und von zukunftsfähiger Schule, und wir gehen auch zusammen in Aktion und wuppen das. Und das hilft auch mir tatsächlich, jetzt gesund durch diesen Lehreralltag zu gehen, ohne da ständig frustriert zu sein. Schön, ach, das ist ja toll, das zu hören. Wie viele seid ihr denn mittlerweile und wie seid ihr organisiert? Ich glaube, es gibt Ortsgruppen tatsächlich auch schon, ne? Oder Regionalgruppen oder sowas in der Art. Genau, also wir wachsen noch, wir sind jetzt so um die 150 offizielle Mitglieder in der großen Signal-Gruppe der Bundesweiten, sind mittlerweile so ein bisschen mehr als 200 Mitglieder. Genau, es gibt eben die Bundesgruppe, es gibt Ländergruppen, die sind auch unterschiedlich stark. Wir waren durch den Sitzung Baden-Württemberg, die ist recht stark, NRW ist auch sehr stark, gerade kommt Brandenburg auch ziemlich aus der Ecke. Schön. Und eben einzelne Städte, Freiburg, Köln, Bielefeld, die sich dann auch noch mal so vor Ort zusammensuchen. Also ob das ist so auf Initiative einzelne Personen, und das wächst dann und bildet so seine Strukturen. Und hinzu kommen dann eben verschiedene Arbeitsgruppen, sei es jetzt zu Pässe, sei es jetzt beim Bildungsprotest, sei es in irgendwelchen Fortbildungen. Also da finden auch eigentlich immer alle Menschen einen Ort, wo sie sich einbringen können, wenn sie das wünschen. Schön, hört sich richtig gut an. Sag mal, wie ist denn das Feedback? Ich kann mir vorstellen, also du hast ja gerade eben schon erzählt, das Feedback von den anderen Lehrern, wie das so ist, das Feedback von den Politikern. Wie ist das Feedback von den Eltern und vielleicht auch von den Schülern? Das stelle ich mir eher positiv vor, aber manche Eltern sind da ja wahrscheinlich auch kritisch, oder? Ja, also ich bin ja jetzt noch gar nicht so lange an der Schule, seit 2 Jahren, und
Das ist natürlich jetzt nicht das Erste, was ich mache, wenn ich mich vorstelle, zu sagen, so, hallo, ich bin Frau Wagner, ich bin Teachers for Future. Meine Kids, die haben das mittlerweile schon ganz gut rausbekommen. Tatsächlich habe ich jetzt aber bisher noch keine negative Rückmeldung bekommen. Eher im Gegenteil, dass ich letztens eine Eltern-E-Mail bekommen habe, die haben gesagt, sie hätten von meinem For Future Engagement gehört und fänden es toll und wären jetzt auch Mitglied geworden. Da habe Wow. ich mich natürlich super gefreut. Ja. Und auch von den SchülerInnen kommt auch eher Respekt. Also ich war zum Beispiel mit den Teachers for Future jetzt auch bei der großen Lützerath-Demo dieses Anfang des Jahres. Und das fanden die dann sehr spannend und wollten auch noch mal hören, wie das denn jetzt war, weil man ja auch in den Medien viel sehr Reißerisches mitbekommen hat. Und da kam dann auch ab und an so einzelne SchülerInnen auch mit zu, dann noch hinterher, die sagen, oh, Frau Wagner, ich finde es voll cool, dass da jetzt waren. So. Ich finde das schon sehr spannend. Toll. Ja, also jetzt fände ich auch cool, wenn meine Lehrerin sowas machen würde oder gemacht hätte damals. Was würdest du sagen, was sind aktuell eure größten Herausforderungen, vor denen ihr steht? Oder ist das ganze Thema die Herausforderung? So, ich wollte gerade sagen, weiterhin das deutsche Schulsystem. Ja. So. Und sicherlich insgesamt ist die Klimabewegung ja jetzt gerade auch ein bisschen in Verruf. Das heißt, wegen dieser ganzen Debatte um letzte Generation oder jetzt ganz aktuell wegen dieser Antisemitismusvorwürfe. Und als wir mit der Kultusministerin gesprochen haben, sagt sie zum Beispiel auch, ja, und sie würde ja gerne, aber es gibt da diesen großen konservativen Backlash und die Eltern, die wollen nicht. Also so insgesamt so eine gesellschaftliche Stimmung, die eher wieder abrückt von Nachhaltigkeitsthemen, von Klimaschutz, wo es dann, ja, denn eben dieses Thema BNE vielleicht auch nicht ganz das einfache Standing hat. Wobei es ja auch miteinander zu tun hat, ne? Also auch über Krieg und Frieden zu sprechen, über Völkerverständigung Ja, hat ja ja. damit zu tun. Ja, unbedingt, auf jeden Fall. So, aber ich glaube, das ist dann, kommt bei vielen noch nicht so an, ist bei vielen auch, fehlt auch noch das Verständnis, was ist es eigentlich, BNE? Also so, da wird dann oft, ja, wir sparen jetzt mal ein bisschen Strom, wird daraus gemacht, also auch so eine sehr individualistische Herangehensweise, wo wir ja insgesamt sehen, dass Leute darauf gerade mit Reaktanz reagieren, ne? Also wenn es dann diese absurden Debatten gibt, von wegen, wir wollen mein Schnitzel klauen, das wäre dann so die polemische Spitze, aber natürlich reagieren auch Schülerinnen und Schüler da teilweise zurückhaltend damit, wenn sie das Gefühl haben, sie sollen jetzt da irgendwas machen, was aber die gesamte Gesellschaft vielleicht gerade ganz anders noch lebt. Und da müssen wir auch wegkommen von diesem individualistischen Ansatz. Oder da sagen wir auch, das ist kein transformative BNE. Transformative BNE würde dann eher sagen, naja gut, aber warum nutzen wir denn jetzt hier diese klimaschädliche Variante oder diese nicht nachhaltige Variante? Wie müssen denn die Rahmenbedingungen gesteckt sein, dass wir alle statt mit dem Elterntaxi dann vielleicht doch mit dem Fahrrad kommen und dann sehen wir, ah, vielleicht, weil es halt keinen guten Fahrradweg gibt. Also müssen wir mit der Kommune sprechen und sagen, warum ist es so? Wie kann sich hier die Infrastruktur verändern? Und dann wird es transformativ, dann wird es ja politisch und dann sprengt es natürlich sehr stark die Schulstruktur, wie wir sie gerade kennen. Ja, klar, auf jeden Fall. Wow, eine große Aufgabe auf jeden Fall, der ihr euch da angenommen habt. Ja. Was würdest du denn sagen? Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer sehr schönen Geschichte, die sie mit ihrem Projekt oder mit ihrem Verein oder dem Ding verbinden. Hast du eine schöne Geschichte, die du mit uns teilen könntest? Irgendein Erlebnis, wo du sagst, so, okay, wow, das ist mir auf jeden Fall für immer in Erinnerung geblieben. Ich glaube, immer wieder ist so dieses Ankommen bei den Teachers als magischer Moment. Also das war bei mir so. Ich habe mich da auch sehr unbedarft einfach bei der ersten Teachers-Tagung angemeldet. Und da anzukommen, so sehr, wow, ey, hier sind Leute, die brennen für das Gleiche, die verstehen mich, die teilen da sowohl meine Wut als auch meine Trauer, aber eben auch meine Freude da für eine andere Schule, für eine andere Welt mich einzusetzen. Und das immer wieder auch zu sehen, weil jetzt bei Menschen, die jetzt auch nach mir noch dazukommen, das finde ich einfach unglaublich schön. Das gibt mir Ist das wahnsinnig auch so viel. das, was dich dann antreibt, da immer wieder dein Engagement neu aufzunehmen und wieder voranzuschreiten? Weil das ist ja bestimmt auch was, wo man sich immer wieder neu motivieren muss, sich da einzusetzen, jeden Tag wieder oder immer wieder bei so Seminaren und so. Ja, auf jeden Fall ist es so, diese Community, die trägt wahnsinnig. Toll. Was kann man denn tun, wenn man sagt, oh, wow, Teachers for Future finden wir cool, wir möchten die gerne unterstützen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie wir euch helfen können, eure Ziele zu verfolgen? Werde gerne Mitglied bei uns. Das gibt auch Fördermitgliedschaften. Das freuen wir uns sehr. Kann das jeder, auch die Nichtlehrer? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, so Fördermitgliedschaften sind offen für alle. Ansonsten erzählt von uns. Also insofern danke schon, dass wir hier sein dürfen. Halt uns bei Instagram oder bei Blue Sky.
Ja, und erkundigt euch darüber, was BNE ist und fragt diese Idee vielleicht auch weiter in die Welt. Gibt es Flyer, die ich an der Schule meines Sohnes auslegen Gibt kann? es, ja, gibt es, Ah, können auch cool. über uns bestellt werden. Ja. Super. Ja, schön. Gut, vielleicht. Aber was du sagst, einfach drüber reden. Wir haben heute Elternsprechtag, werde ich das ja gleich mal Ja, unbedingt. Also anfragen. auch, ne, so eine Idee. Also auch, ich glaube auch da mal zu fragen, so, hey, wie geht's euch denn an den Schulen? So, ich glaube, Ja. das ist auch so ein großes Ding, einfach zu sehen, es geht vielen Leuten sehr, sehr schlecht an den Schulen. Ne? Wir haben, ich weiß, du hast mit Margit schon drüber gesprochen, wir haben eine grassierende Anzahl an psychischen Belastungen an den Schulen. Wir haben 10% suizidgefährdete Jugendliche. Wir haben in Europa die zweitniedrigste Zufriedenheit unter den Jugendlichen. Also nur Bulgarien ist noch schlechter als wir. Ja. Wow. Okay. Also auch da ist es irgendwie, könnte man sich schon mal Gedanken machen, so, warum ist das so und was muss sich da vielleicht ändern? Und auch da sind eigentlich BNE Strategien auch auf eine Antwort drauf. Also, weil es geht um Selbstwirksamkeit, es geht um gemeinschaftliches Handeln, es geht auch darum, Zuversicht wieder zu erlangen vor diesen großen Herausforderungen, da aus der Ohnmacht herauszukommen. Insofern ist das vielleicht auch ein Ansatz zu sagen, was brauchen wir denn an den Schulen, damit es uns hier besser geht. Die Statistik kannte ich jetzt noch nicht und das finde ich ja echt wirklich erschreckend. Warum ist das jetzt ausgerechnet? Warum betrifft das Deutschland so stark und nicht auch Belgien, Holland, Frankreich, Länder drumherum, die wahrscheinlich wirtschaftlich in ähnlichen Lagen stecken? Warum ist das in Deutschland so ein großes Thema? Also wir wissen, dass Schule einen großen Einfluss hat auf die psychische Belastung bei Jugendlichen. Und das ist natürlich in Deutschland mit diesem dreigliedrigen Schulsystem, mit dieser sehr frühen Aussortierung, mit dem großen Fokus auf die Noten, etwas, was auch ein Alleinstellungsmerkmal ist und wo wir vielleicht auch in dem Lichte mal drauf gucken könnten, ob das eigentlich so gut ist, dass wir das so anders machen als andere Länder. Was für ein Schulsystem würdest du dir wünschen, wenn du dir eins wünschen dürftest? Ich würde mir auf jeden Fall eins wünschen, wo wir länger zusammenleben, wo vielleicht auch erst mal gar keine Noten bekommen, im besten Fall auch gar keine Noten. Und darüber lässt sich streiten und eben wo viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, nach Interessen zu lernen, nach Interessen auch Projekte zu beginnen, wo es Freiheit gibt oder Freiräume gibt, um dem nachzugehen und nicht eigentlich dann entspannen wird zu sagen, nee, jetzt kommt aber die nächste Schulstunde oder nee, jetzt müssen wir uns aber auf die Klassenarbeit vorbereiten. Und da gibt es ja andere Länder, die da schon deutlich weiter sind. Also in Finnland, die jetzt eben weg ein bisschen abrücken von diesem Fächerunterricht und hin zu einem phänomenbasierten Lernen, heißt es dann, wo man also sich ein Phänomen, das den Klimawandel, das die EU aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln anschaut. Das wäre zum Beispiel ein viel vernetzteres Lernen oder eben Lernen, das rausgeht aus den Schulen. Also ich muss ein anderes Schulsystem und auch andere Schulen. Also meine Traumschule hat eigentlich nicht die Legehennen, Batterien, Klassenzimmer, sondern die hat eine Bibliothek und ein großes Atelier und auf jeden Fall eine Bühne, wo ständig Theater gespielt wird und noch ein paar Labore. So, und ansonsten gehen die raus in den Wald und gehen die raus in die Kommune und gehen die raus in die Werkstatt und lernen da an ganz verschiedenen Orten ganz verschiedene Dinge, die sie im besten Fall glücklich machen. Und wo sie dann im Schön. besten Fall auch am Ende der Schule wissen, was sie können und was sie mögen und wie sie Lust haben, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Boah, würde ich mir auch wünschen. Können wir das nicht direkt umsetzen? Schade. Wir arbeiten dran. Ja, also ich finde ja, dass ihr mit den Teachers for Future definitiv Weltverbesserer seid, denn ihr setzt euch dafür ein, dass ein Wandel geschieht, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und deswegen seid ihr hier im Weltverbesserer-Podcast absolut richtig aufgehoben. Und meine nächste Frage geht dann auch dahin, was müsste denn eigentlich passieren, damit die Welt ein Stück besser wird oder ist. Also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du wünschst dir zum Beispiel so eine Schulform, das ist ja schon mal vielleicht ein Schritt, aber gerne auch ab von Bildung, sondern was müsste passieren, damit die Welt ein Stück besser wird? Also ich finde ja auch, dass wir bei den Teachers immer schon so ein bisschen bessere Welt leben, wenn wir da unsere Tagungen machen und zusammenkommen und zusammen irgendwie in der Küche für alle, die geretteten Lebensmittel vegan essen und Sehr gut. zusammensitzen und politische Aktionen planen, aber eben auch zusammen feiern, Gefühle teilen, uns da gegenseitig empowern. Und das ist tatsächlich was ich allen Menschen wünschen würde. So dieses Erlebnis von Community, dieses Erlebnis von Empowerment. Und ich glaube, dafür brauchen wir viel mehr Begegnungsorte. So, also auch in der Schule ist ja kaum Raum für eine
offene Begegnung, die nicht schon irgendwie zielstrebig auf etwas hinführt, aber auch gerne in den Städten, in den Kommunen, Orte, wo Menschen zusammenkommen, wo sie zusammen essen, wo sie zusammen feiern, wo sie sich austauschen, wo sie vielleicht auch sich zusammen überlegen, okay, was brauchen wir denn jetzt auch, um mit diesen Herausforderungen der Zeit umzugehen? Und dann sind wir natürlich auch schon wieder in der Umgestaltung des öffentlichen Raumes, ne? Dann müssen wir vielleicht auch fragen, muss öffentlicher Raum vielleicht auch mehr für Menschen und weniger für Autos gestaltet werden? So brauchen wir auch in Schulen Orte, wo wir zusammenkommen und zusammensitzen können und zusammen reden können. Und ich glaube, dass von solchen Begegnungsorten vielleicht dann auch andere Impulse kommen, die eben nicht populistisch und polemisch und abwehrend sind, sondern die vielleicht einfach auch Dinge ausprobieren können. Und dann entsteht da was, was wir noch gar nicht wissen, was da kommen wird, aber was vielleicht besser ist als das, was wir gerade haben. Sehr schön. Hast du das Gefühl, weil mir fällt es gerade noch ein, wir haben da, oder ich habe da viel drüber gesprochen dieses Jahr, dass ja eine gute Schulbildung häufig auch Luxus ist und dass soziale Ungerechtigkeit immer noch besteht im Bildungsalltag in Deutschland. Ist denn auch die Beschäftigung mit diesem Thema nachhaltige Entwicklung, ist das auch ein Ding, was eigentlich sich nur Menschen leisten können, die es sich halt leisten können? Oder denkst du, dass es ein Thema ist, was alle bewegt im gleichen Maß und auch bewegen kann? Dass alle die Freiheiten haben, sich mit dem Thema so zu beschäftigen? Also ich denke, dass nicht alle die Freiheiten haben, sich damit zu beschäftigen, aber dass es prinzipiell ein Thema ist, das viele Leute bewegen kann, weil es, glaube ich, sehr anschlussfähig ist. Weil es prinzipiell eben auch ein Thema ist, das sich gegen soziale Ungleichheiten natürlich setzt. Also auch wenn wir BNE auch im Sinne des Whole School Approaches umsetzen wollen, ne? Also dass es auch darum geht, nicht nur über Nachhaltigkeit zu sprechen, sondern auch die Schulen komplett als nachhaltige Orte zu gestalten, dann müssen wir auch fragen, wie gestalten wir auch Schulen als sozial gerechte Orte? Da würde ich wieder sagen, müssen wir wahrscheinlich abrücken vom dreigliedrigen Schulsystem, das viel damit zu tun hat, dass es eine starke Segregation gibt. Definitiv. Und insofern denke ich, dass es schon da auch sehr anschlussfähig ist. Und auch gerade dieser Fokus auf die Partizipative, auch auf individuelle Lernformate, ja, im besten Fall eben alle Kinder und Jugendlichen einschließen sollen. Ja, das hast du schön gesagt. Wie kommt denn Nachhaltigkeit und soziales Engagement jetzt vielleicht auch noch außerhalb der Teachers für dich in deinem Alltag vor? Hast du vielleicht noch einen tollen Hack, einen Lifehack für die anderen Menschen, die hier zuhören? Lifehack. Also tatsächlich, ich beschäftige mich gerade relativ viel mit nachhaltiger Mobilität. Also ich besitze selber kein Auto, und habe jetzt auch im Zuge der Klimastreiks dann eigentlich nicht beschlossen, dass ich nicht mehr fliegen möchte. Und seither überlege ich immer, wie komme ich jetzt möglichst weit, ohne ins Flugzeug zu steigen. Und bin dann mittlerweile ganz gut drin, mit den verschiedenen Strecken, mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln zusammenzusuchen. Tatsächlich funktioniert gut, mit dem Zug von Karlsruhe nach Paris zu fahren. Das ist nämlich in 2,5 Stunden. Dann da entspannt den Tag zu verbringen und mit dem Nachtbus nach Madrid zu fahren. Und so kommt man relativ gut und ja, vielleicht nicht ganz so bequem, aber trotzdem mit einer spannenden Strecke bis nach Spanien. Und als Spanisch wäre natürlich ein bisschen schön. Cool, das ist Ja, ja schon mal ein guter insofern Tipp. kann ich nur empfehlen. Toll, vielen Dank. Als letzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen Buchtipp für mich und meine Hörer und Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Oh, ja, natürlich lese ich gerne. Ich glaube, ich möchte tatsächlich ein Bilderbuch Oh, empfehlen, cool, ja, her damit. mit dem ich auch schon öfter mal gearbeitet habe. Und zwar heißt es Die besten Weltuntergänge Okay. von Andrea Palluck. Und das sind 12 verschiedene Zukunftsvisionen, die ganz, ganz unterschiedlich ausfallen. Also wirklich von total dystopisch und überall ist Wüste und es gibt Kriege um Wasser bis hin aber auch zu wir leben in einer Welt, wo alles wiederverwertet wird, wo die Tiere frei rumlaufen, weil wir alle vegan leben, wo es keine Autos mehr gibt und dann noch so ganz verschiedene andere Zukunftsvisionen. Und ich finde es total inspirierend, da durchzublättern und mal zu gucken, so, hey, ja, da kommt ganz schön viel auf uns zu,
Aber wir können auch als Menschen ganz schön viel gestalten und vielleicht wird es ja auch irgendwie auf eine ganz andere Weise ganz schön spannend und ganz schön schön, was da noch kommen kann. Das gibt mir mal ganz gut Hoffnung. Ja, das ist ein super Buchtipp. Ich muss sagen, bei uns steht das Bilderbuch schon sozusagen im Haus. Ah ja, großartig. Mein Sohn hat es von seiner Tante geschenkt bekommen und ich bin auch ganz begeistert von dem Buch. Es ist echt ein ganz tolles Buch. Also Ja, auf jeden wirklich Fall nur zu empfehlen. kann ich auch nur empfehlen. Ja, vielen lieben Dank dann auch noch für diese Buchempfehlung. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns die Teachers for Future hier in diesem Interview ein bisschen vorzustellen. Ich hoffe, alle haben da jetzt ein Bild von, was ihr so macht. Man kann euch natürlich auch im Internet finden, eure Homepage und alle weiteren Kanäle werde ich in den Shownotes verlinken, dass jeder, der den Kontakt zu euch aufnehmen möchte, diesen natürlich auch finden kann. Und ja, ich sage nochmal vielen Dank, liebe Lena, und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Karriere in der Schule und deine Karriere als Teachers for Future. Bis bald. Tschüss. Danke, wirklich. Schön, dass wir hier sein durften. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.